eine Augenpracht haben wir wieder in der Gondel auf dem Muttersberg. Martin, du hast es geschafft, als einziger zum zweiten Mal zum Dasein. Herzliche Gratulation. Warum kommen wir nachher noch dazu? Wieder in einem Outfit. Und natürlich jetzt die Schönheit, gell? Die Judith Obwegeser, die amtierende Miss Curves 2016, oder? Ja, genau. Und ihr seid da, weil ihr mich begeistert habt, speziell jetzt natürlich dieser Augenschmaus, aber der Martin mit seiner Idee. Martin, du hast eine Lücke gefunden und so wie du mir gesehen hast, knallt es ohne Ende. Ich habe einen Shoot mit einer Frau, die einfach auch ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Ja. Cineplex ist die Geschichte entstanden, einfach einmal etwas machen für die Miss Curves. Für die Frauen, die mehr Rundungen haben als wie die 0815 Frauen. Miss Curves heißt das. Genau, Miss Curves. Ja. Und da sind wir auf die Idee gekommen, einmal das probieren, wie das ankommt. Und das ist explodiert. Wirklich? Explodiert ist ja, das Ganze. Ja, okay. Wir haben beim heurigen Casting waren fast 50, die sich angemeldet haben. 50? Ja, bis vor Wien sind sie angereist. Okay. Ja. Also, atemberaubende Geschichte. Gewonnen hat schlussendlich denn eine klassische Vorarlbergerin, ja, in dem Fall. Ja, genau. Ja. Judith, was hat die dazu bewogen? Ja, das war eigentlich aus Spaß, weil der Martin gesagt hat, komm, jetzt machen wir mal Fotos. Und dann hat er gesagt, fertig aus, du musst mitmachen. Ja. Und durch das kurze Überreden haben wir da gleich mit reingezogen und natürlich zu einem Positiven und da ist was Tolles rausgekommen dabei. Martin, ich hätte es selber nie erwartet, aber ja. So, bitte, das muss was Positives hergeben, Platz 1. Aber noch andere wunderschöne Damen auf den anderen Plätzen gereiht, die mit ebenso viel Kreativität dahinter waren und mit Einsatz. Wir wissen, der Martin ist ein Performance-Genie. Er ist eine Rampensau, ich darf es jetzt gerade so sagen. Darum ist er auch heute wieder einfach, er kann nicht normal tun, gell? Das ist er auch am Set nicht, wenn er fotografiert. Aber darum liebe ich ihn so, weil er die verschiedensten Facetten einfach ausstrahlt und das auch lebt. Martin, wie geht jetzt das weiter? Die Wahl 2017 steht vor der Tür. Mhm. Wir haben ein Casting schon hinter uns. Ja. Und jetzt haben wir solche Anfragen, dass wir noch einmal ein Speedcasting machen am 1.8. Ein Speedcasting? Ja. Ist das anders als wie ein Normalcasting? Im Hotel. Wir machen das am Originalschauplatz, wo die Miss Wallis im Hotel Lorenz in Hohenems. Und zwar, weil die Anfrage so groß ist, dass wir denen auch noch eine Chance geben. Okay. Dass die auch noch mitmachen können. Ihr habt jetzt auch eine Chance zum Mitmachen, nämlich wenn die Glücksfee Valentina wieder erzählt, was es diese Woche vom Muttersberg zum Gewinner gibt. Ah, schmeckt das gut. Endlich wieder mal ein gesundes Salötle. Wenn ihr das daheim auch genießen möchtet, dann gibt es eine ganz einfache Lösung, denn ihr könnt nämlich einen Gutschein gewinnen. Schickt da eine E-Mail an alpengasthof@muttersberg.at und könnt damit das Gewinner für eine ganze Familie plus Berg- und Talfahrt und Essen und Trinken. Ich wünsche euch viel Glück. Wir haben einen Hofer zum Gewinner am Muttersberg. Die Valentina hat uns gesehen, was? Vielen Dank. Die Wahl 2017 steht vor der Tür, haben wir gesehen. Es geht noch einmal ein Speedcasting, ja, um anderen auch noch die Möglichkeit, ja, geben. Und dann triffst du eine Auswahl bzw. eine Jury. Wir haben eine Jury. Wer hockt da drin? Also die Jury hockt die amendierende Miss Curves Austria. Ja. Okay. Patentieren lassen sogar das Ganze? Du hast das patentieren lassen. Okay, ganz wichtig. Ist richtig offiziell, also es passt. Es ist mit Stempel und richtigem Zertifikat ist es eine anerkannte Miss Curves Austria. Mit Blut. Es ist die erste Miss Curves Austria. Okay. Erzähl jetzt einmal, wie geht so eine Wahl ab? Ja, das ist, entschuldige, wenn ich nochmal dabei bin. Ist das so also klassisch, wie man es kennt, auch von den Mr. und Mrs. Wahlen, Misswahlen her? Ja, das ist her. Schon so auf das auch ja bezogen. Man hat doch eigentlich gleich auch mit der Durchgänge, mit den verschiedenen Outfits haben wir das gemacht. Ja. Es ist einfach auf die Sympathie einfach mehr. Okay. Die Sympathie muss passen, es muss einfach die Kurve doch ein bisschen da sein. Ja. Und durch das ist man eigentlich gleich schon mit dabei gewesen. Die Kurve muss ein bisschen da sein. Ein bisschen. Sind sich die Damen das schon bewusst und zeigen das alle das gern, die Kurven? So. Es ist jede irgendwie selbstbewusst für sich selber. Ja. Jede sagt das gern, jede präsentiert sich auch gern. Ja. Und steht natürlich auch gern für das da. Martin, du shootest für dein Leben gern, du hast Millionen Fotos von Damen und Herren gemacht in den provokantesten Posen, in wunderschönen Posen, in romantischen Posen. Du hast Schwangere abgelichtet, also ein irrsinniges Portfolio. Ich shoote eigentlich alles. Du shootest alles. Alles. Mit, also Menschen aber. Menschen, auch mit Behinderungen.
Ah ja. Wir haben bei unserer Misswahl machen wir eine Modeschau, die heißt Alle Epochen. Okay. Es sind auch Menschen im Rollstuhl oder auch Handicap. Ja. Menschen dabei, ja, bei der Modeschau. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Also bei dieser Miss Kirsch, ja, ja. Alle Epochen heißt das ja. Okay. Und da kommen alle querfeld ein, wo da mitmachen. Menschen querfeld ein. 80-Jährige, 3-Jährige, da ist alles da. Echt? Okay, und du machst da die Regie? Ich bin eigentlich im Hintergrund, ich möchte es eigentlich komplett der Jury überlassen. Aber du bist die One-Man-Show, du bist der Godfather himself, so ist es, oder? So ist es. So ist ich habe ein wahnsinniges Team. Ja. Das Team wird immer besser. Okay. Wir werden immer noch professioneller, das ist ganz wichtig. Ja. Weil wir jetzt auch, wir haben zum Beispiel jetzt eine Homepage erstellt und es sind über 10.000 Aufrufe in 4 Tagen gewesen. Es geht ja. Über 10.000 Aufrufe, ja. Du hast vorher das im Vorgespräch erwähnt, gesagt, es ist unglaublich, dass das ganze Österreich und Umgebung Deutschland, Schweiz da Anfragen und Sachen. Im Speedfit kommen sie von der Steiermark noch einmal. Es waren letztes Jahr welche von Liechtenstein, von der Schweiz da. Also es ist grenzwert raus, dass Leute kommen und mitmachen. Und wie heißt es denn, dass auch eine Liechtensteinerin mit durch kann, obwohl sie eine Miss aus Miss Curves kann überall mitmachen, ist, ja. Ist kein Problem. Das möchte kann eine Liechtensteinerin Miss aus ja, kann es wäre, ja. Okay, super. Wann findet die Wahl statt? Die Wahl ist am 29.09. um 18 Uhr im Café Lorenz in Hohnems. Und wir wünschen euch viel, viel Glück. Koste du deine Zeit noch aus, so gut es geht. Gerne. Eine schöne Erscheinung durch Vorarlberg. Ich wünsche euch viel Glück, Martin, hier toi in der ganzen Planungsphase. Und am 29. schauen wir mit dem Ländle TV sicher vorbei. Ich bedanke mich für den Besuch und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke vielmals. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.